Guten Tag, hier ist der Gusor. Ich hab's ja beim letzten Video nicht geschafft. Ich will ja meine nächste Mauer upgraden. Es geht mir um die Mauer. Egal, egal, gebt einfach irgendwas her. Schissegal. Haut rein, haut bitte mir irgendetwas rein, dass ich den Fight ganz gut machen kann. Gucken wir nochmal kurz auf die Aufstellung. 14 Walküren und 27 Magier, die ich hier gleich verballern werde. Nice. Also da kann ich natürlich nicht wegklicken, logisch. Ich gucke, wie ich am besten rankomme. Ich nehme mal gleich wirklich den King als Tank. Und hier wirklich die Magier an der Seite, dass die Walküren halt wirklich reinrennen. Und jetzt hier noch ein Rage. King, Queen und Walküren noch weiter rein, rein, rein. War der richtig? Ich hoffe. Aber ich glaube schon. Ob ihr wirklich richtig steht, wenn, seht ihr, wenn die Mauer aufgeht. Und das hoffen wir mal, dass die ganzen Mauern hier noch aufgehen und das schöne Elixier preisgegeben wird. Queenie ist hier am Start und ich sag mal, wir reißen dem Gegner doch schon so mittelmäßig den Arsch auf. Der King will raus. Warum will der King raus, Alter? Du hast schön drinne ordentlich hier alles zu versorgen und dann... Na, schade. Das hätte noch mindestens drin sein müssen. Na, jetzt hole ich draußen noch ein bisschen Loot. Okay. Hätte mehr drin sein müssen, auf jeden Fall. Da ärgere ich mich ein bisschen. Gucken wir mal, die Riesen werden garantiert zu dem Magierturm gehen. Werden den auch ohne Probleme kalt machen. Und dann sich da durcharbeiten und dann aber, denke ich mal, an den Bogentürmen werden sie dann scheitern. Mal schauen. Ah, oh, schade. Ah, hier, guck mal hier, jetzt sehen wir nochmal die Walküre in Action. Und jetzt, wie sie wieder dazwischen geht. Einfach genial. Einfach wirklich genial. Da hat sie wirklich Respekt verdient. Naja, Bogi könnte jetzt langsam um aufs... Genau, Wählmaschinen-Magier-Turm an. Aber der wird... Der King wird durch den Bogi-Turm geplättet. Aber immerhin. Ey, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. 411.000. Und jetzt mache ich einfach... noch ein paar Magier raus und wähle die dann als andere, also beziehungsweise wähle dann einfach andere Truppen rein und dann haben wir es geschafft, juhu. Aber das war, also ich meine, 400.000 ist ja schon ganz nett. So, hier geht's weiter. Die nächste Mauer, juhu, richtig, richtig genial. So, jetzt sind meine Truppen fertig. Ich würde es lieber noch mehr knallen lassen. Ganz ehrlich. Walküre passt nicht mehr rein. Also. Zack. Wir wollen richtig. Ich weiß doch, was ihr wollt. Ich weiß da ganz genau, was ihr wollt. Ihr wollt einen Walküren-Fight. Ich weiß das doch. Ich greife erstmal an, hole mir noch ein bisschen was Loot. Also mit einer kleinen Variante hier so ein bisschen nebenbei. Und dann gucken wir, was wirklich only Walküren bringen. Wisst ihr, was los ist? Jetzt habe ich garantiert wieder so einen Gegner hier mit 600k. Wo ich denn dastehe und dann, ja toll, jetzt muss ich den doch angreifen. Ja, komm. Ah. Also wegklicken ist schon nicht so schön, aber... Ach kommt, Leute. So einen Loot kriegen wir auch nochmal, so ist es nicht. Hier kann man wenigstens schon mal hier seine Kobolde setzen. Und die Bogies.
Und die Fu King Magier auch noch, obwohl die da jetzt nicht gerade well placed waren. Weil der Minenwerfer. Ja, er schießt aber wenigstens auf den falschen Magier. Das ist gut. Also auf den, der da nicht so gut stand, einwandfrei. Wir haben nur 6%, wir haben voll verloren. Oh, passt aber. So. 23 Stück. 23 ist schon männlich, auf jeden Fall. Sieben, 27 Walküren. Ich glaube, den werde ich angreifen. Und immer jeweils einzeln einmal von dort und einmal von. Ach, kommt, Leute. Zack, zack. Gucken wir mal, was passiert hier. Ich hoffe, die kriegen nicht zu sehr auf den Sack. Oh, die jumpen gar nicht rein. Hier sind sie ja wenigstens reingejumpt. Ah, draußen ragen sie schon gut ab. Auf die Queen geht gerade richtig was ein. Hier hauen wir mal den Rage rein. Alter, wie die Re Alter! Alter, es ist ja abnormal! Alter, da kriegst du ja Angst davor. Alter, die haben nur die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Das ist ja mal richtig sick. Ja, komm, King, lass dich noch ein bisschen heilen. Aber wie krass war das denn von der Geschwindigkeit, bitte? Das war ja nicht mehr von dieser Welt. Die sind ja mal richtig eskaliert. Das ist richtig cool. So soll es sein. Also Valkyrie ragen. Krass. Nebenbei gewonnen und halbwegs auch Loot gemacht. Okay, aber das war ja nun richtig krass. Jetzt gucken wir nochmal in den Fight rein. Nee, Time brauchen wir den nicht. So krass war er jetzt noch auch nicht. Aber in dem Bereich, Alter, da ist sie ja mal richtig die Flatterfee gegangen, ey. Ja, die Jumps, ja, die haben sich halt gesagt, gut, okay, das lassen wir mal. Gebt euch das bitte jetzt. Zack, zack. Alter, haben die übel. Alter, Valkyrie und Rage. Alter Verwalter. Und dann, wenn du dann noch einen Gegner hast, der relativ wenig Mauern, sage ich jetzt mal, so gestellt hat, dass man also relativ gut reinkommt, dann hast du ja mal richtig Geburtstag. Alter Verwalter. Okay, wir brauchen mehr Rage. Wir brauchen definitiv mehr Rage. Ganz klare Geschichte hier. Mehr Rage. Junge, mehr Rage. Richtig geil. Das seht ihr dann aber beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann, ach so, ja, nebenbei. Es kann sein, dass das nächste Video, nicht, es kann sein, es ist definitiv so. Das nächste Video wird wieder richtig lange auf sich warten lassen, weil ich bin diesen Donnerstag nicht in Hamburg, nehme also deswegen nicht auf. Und ich bin auch am Montag nicht in Hamburg, weil es ist irgendwie sowas wie ein Feiertag. Ich weiß zwar jetzt momentan gerade nicht welcher, aber irgendwie ein Feiertag ist. Deswegen bin ich auch am Montag nicht da. Das heißt also, wenn, dann wird es, denke ich mal, videomäßig das nächste Mal nächsten Donnerstag was geben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da. Aber wie gesagt, zu viel vorproduzieren und dann einfach nur immer ist auch doof, meiner Meinung nach. Dafür könnt ihr euch dann beim nächsten Mal auf neuen Stuff freuen. Das war's von mir. Ich bin raus. Ich wünsche euch was. Und wie gesagt, ihr habt genug alte Videos, die ihr euch auch nochmal gönnen könnt. Besonders guckt mal wirklich bei den ganz alten, wirklich also bei den ersten vorbei, wirklich um zu sehen, wie man sich doch verändert hat.
Richtig, richtig krasse Nummer. Also gebt euch das einfach mal. Ich wünsche euch was und ihr haut rein.